Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, Sie haben sich ja schon mal über die Schönheit unseres Wahlkreises selbst überzeugen dürfen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es wird Zeit, die Dieseldebatte endlich ein Stück weit zu versachlichen. Emotionen, auch wenn meine Vorrednerin ein Stück weit schon die Emotionen runtergefahren hat. Aber wenn ich die weiteren Vorredner mit dazu nehme, dann kann man grundsätzlich sagen, naja, Emotionen sind ja nichts Schlechtes. Aber wenn am Ende überhaupt keine faktenbasierte Diskussion mehr zugelassen wird, dann haben wir tatsächlich ein Stück weit Problem. Deshalb lassen Sie uns endlich zu einer vernünftigen Diskussion zurückkehren. Nun zu den Fakten. Man muss unterscheiden zwischen denjenigen Autos, bei denen die Werte des Schadstoffausstoßes manipuliert wurden, und denjenigen Autos, die völlig korrekt hergestellt wurden und über völlig rechtlich korrekte Zulassungen verfügen. Und denn in den Kommunen Berlin, Hamburg und Frankfurt verordneten Durchfahrverbote gelten auch für diese Fahrzeuge, die über Jahre hinweg völlig rechtskonform nach einem EU-weiten genormten Verfahren zugelassen wurden und die EU-Emissionsgrenzwerte für Stickoxide einwandfrei eingehalten haben. Hier wird leider in der Debatte immer wieder unrechtmäßig vermischt. Das dürfen wir in Zukunft so nicht mehr zulassen. Unberücksichtigt bleibt dabei auch völlig, der ein oder andere Vorredner hat es angesprochen, die Lage der Messstationen und welche Umwelteinflüsse zum Beispiel auch durch Kreuzfahrt- oder Containerschiffe am Hamburger Hafen oder auch durch unterschiedliche Wetterlagen, welche Einflüsse die auf die genannten Messwerte haben. Hier wäre auch unbedingt angebracht, ein richtiges Augenmaß bei der Einschätzung des Risikos zu behalten. Wir hatten Fakt 2 in unseren Städten seit der Industrialisierung noch nie so saubere Luft wie heute. Das bestreitet, ich denke, keiner, nicht mal der größte Dieselkritiker. Folgt man jedoch der Debatte in den letzten Jahren, da hat man schier das Gefühl, als würden wir uns tagtäglich vergiften. Liebe Kolleginnen und Kollegen von den Grünen und den Linken, erkennen Sie doch auch bitte mal an, dass die positiven Entwicklungen in unserem Land zum Vorteil waren und dass die Menschen in unserem Land nicht immer wieder von Ihnen auf die Bäume getrieben werden mit dieser ständigen Technologiefeindlichkeit und dieser Zukunftsangst, die Sie tagtäglich verbreiten. Dennoch ist uns allen natürlich klar, wir wollen unsere Luftqualität noch weiter verbessern. Deshalb haben wir bereits im letzten Jahr das Milliardenprogramm Saubere Luft 2017 bis 2020 aufgesetzt, welches Maßnahmen wie etwa die Umrüstung von Bussen und Kommunalfahrzeugen fördert. Damit haben Bund, Länder und Kommunen ein effizientes Maßnahmenpaket geschnürt, um die europäischen Grenzwerte effizient einhalten zu können. Und das, ich betone bewusst, das ohne Fahrverbote für Dieselfahrzeuge, das möchte ich mit aller Deutlichkeit hier nochmal unterstreichen. Für die schnelle Umsetzung des Sofortprogramms möchte ich an dieser Stelle auch nochmal ein großes Dankeschön an unseren verantwortlichen Verkehrsminister Andreas Scheuer und seinem Vorgänger Alexander Dobrindt aussprechen. Das waren die richtigen Schritte in die richtige Richtung. Mit dem am 2. Oktober vorgestellten Maßnahmenpaket, den Umstiegsprämien, ist heute schon angesprochen worden vom Herrn Bundesminister Scheuer, die Flottenerneuerung sowie die SDR-Hardware-Nachrüstungen, geben unseren Dieselfahrern in unserem Land die notwendige Perspektive langfristig freie Fahrt auch in unseren jetzt noch problematischen Innenstädten zu haben. Im Rest Deutschlands ist es sowieso nicht ein derartiges Problem. Deshalb kann ich nur allen Dieselfahrern zurufen, lassen Sie sich nicht komplett verrückt machen von dieser unsäglichen Debatte in der letzten Zeit. Abschließend möchte ich zusammenfassend festhalten, wir stehen für eine weitere Verbesserung unserer Luftqualität. Wir stehen für technische Erneuerungen und wir stehen auch für eine freie Fahrt für die Individualmobilität
ohne Fahrverbote. Weder lassen wir die Autoindustrie aus ihrer Verantwortung, vor allem auch da, wo betrogen wurde. Es sind etliche Strafverfahren, es wird oft verschwiegen von den Gerichten, bereits eingeleitet. Noch lassen wir die Dieselfahrer, welche auf ihr Fahrzeug dringend angewiesen sind, im Regen stehen. Was wir jedoch nicht zulassen dürfen, ist eine völlig ideologisch geführter Feldzug gegen hocheffiziente neue Verbrennungsmotoren. Sie sind ein genauso wichtiger Baustein für die Freiheit und Lebensqualität unserer Bürgerinnen und Bürger wie die Elektromobilität, wie der Wasserstoffantrieb und genauso auch wie das Fahrrad. Es muss endlich aufhören, dass wir diese Antriebsformen ständig gegeneinander ausspielen. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Herr Kollege Ossner. Jetzt kommt der nächste schöne Wahlkreis, Sören Barthol für die SPD.